Seit Anfang August war bei den Aktienmärkten so ein bisschen der Wurm drin und bis zu diesem Montag gab es in diesem August keine zwei aufeinanderfolgenden Gewinntage für den S&P 500. Das ist am Montag gelungen und gestern dann diese massive Rallye, nachdem die Jobs, die angebotenen Stellen in den USA, schwächer ausgefallen waren, auch das Verbrauchervertrauen schwächer ausgefallen war. Also man sich sagt, naja super, die Fed wird die Zinsen nicht mehr anheben. Die Kehrseite der Medaille, nämlich dass die Rezessionswahrscheinlichkeit steigt, hat man nicht gesehen. Aber wir wollen uns jetzt mal die Frage anschauen, die Gemengelage anschauen. Ist das eine Gegenbewegung nur gegen diesen bisher schwachen August-Trend oder ist das jetzt sozusagen der Versuch, wieder neue Jahreshochs rauszunehmen? Heute steht die Rallye auf dem Prüfstand mit neuen Konjunkturdaten aus den USA, die wahrscheinlich nicht weniger wichtig sind als gestern die Jobs. Und da muss ich dieses Rallye-Narrativ von gestern bestätigen, nämlich die Fed hebt die Zinsen nicht mehr an. Schauen wir uns die Dinge mal im Einzelnen an. Wir hatten gestern das erste Mal seit März 2021 unter 8 Millionen offenen Stellen. Damit ist aber, by the way, das Verhältnis zwischen offenen Stellen und offiziell Arbeitslosen immer noch so bei knapp 1,5 oder 1,5. Wir haben gestern ein schwaches Verbrauchervertrauen gesehen. Wir haben am Freitag ja dann die Payrolls, die Non-Farm Payrolls, die großen Arbeitsmarktdaten, die dann wichtiger werden. Die sind bisher für jeden Monat nach unten revidiert worden, nachträglich, ebenso wie die Verkäufe neuer Häuser und so weiter und so fort. Also das ist schon ein bisschen verdächtig, muss man sagen, dass schlichtweg jede Veröffentlichung nach unten revidiert wird, aber sei es drum. Und das Erstaunliche ist, wenn Sie hier diesen Chart mal anschauen, das ist der S&P 500 und die JOLTS, also die offenen angebotenen Stellen. Und man könnte es vielleicht so sagen, naja, der S&P 500 steigt, wenn es der Wirtschaft gut geht, also wenn viele Jobs angeboten werden, die JOLTS also sehr hoch sind, und er fällt, wenn das nicht so ist. Und wir haben jetzt eine solche Divergenz, dass nämlich die JOLTS massiv fallen und der S&P 500 steigt. Eigentlich so noch nicht gesehen, ist nur erklärbar eben durch die Hoffnung, dass die Fed die Zinsen nicht mehr anheben wird. Gestern auch das Verbrauchervertrauen Michigan, wo die Leute sagen, für den August, wo die Leute sagen, ja, wir leiden unter stark gestiegenen Lebensmittelpreisen wieder und den gestiegenen Preisen an der Tankstelle. Das ist für mich aus meiner Sicht so eine Art Voraussicht auf das, was dann mit den Inflationsdaten für den August, die am 13. September veröffentlicht werden, kommen wird. Wir sehen also, Verbrauchervertrauen geht runter und die Märkte rauf. Hurra, schlechte Daten, hat man sich gesagt, vor allem der Nasdaq 100 über 2% im Plus und es war Dow Jones der schwächste Index noch in dieser Kombo. Es war vor allem ein Short Squeeze. Wir sehen hier den stärksten Anstieg der meistgeschorteten Aktien seit März. Und hier Goldman Sachs sagt, unser meistgeschorteter Basket 345 Basispunkte nach oben. Also diese Aktien sind durchschnittlich 3,5% etwa gestiegen. Nicht profitable Tech-Unternehmen 400 Basispunkte gestiegen. Bitcoin ist ja gestern mit nach oben 12% gestiegen. Also vor allem nicht profitable Tech, also der Junk wird wieder so ein bisschen nach oben gespült, weil eben die Erwartung ist, hey, das war's jetzt mit den Zinsanhebungen. Dadurch haben wir Interest Rate Optimism, wie es hier bezeichnet wird. Und hier sehen wir diesen Verlauf. Das ging irgendwie dynamisch nach oben und dann so langsam nach oben, dann in der zweiten Handelshälfte. Und all das nicht so fürchterlich erstaunlich, wie ich mehrfach gesagt hatte. Denn wir waren deutlich überverkauft und sehen jetzt sozusagen dann diese Rallye gestern, die praktisch, könnte man sagen, als Katalysator, als Vorwand die JOLTS genommen hat. Jetzt sind wir nicht mehr ganz so überverkauft beim S&P 500 und beim Nasdaq 100 sind wir gar nicht mehr überverkauft. Also das ist jetzt vorbei. Dieses Motiv wird wohl nicht mehr ziehen, so oder so, aber haben wir gesehen, dass der Dollar nach unten gedrückt wurde durch die JOLTS. Und da gibt es ja eine Korrelation. Dollar rauf, in der Regel S&P 500 runter und umgekehrt. Das hat also dem S&P 500 sehr gut geschmeckt. Und die Renditen sind gefallen, so etwa die zweijährige Anleiherendite, die wieder unter die vielbeachtete 5%-Marke. Die zweijährige, ja einer der Anleihen, die am meisten die Fed-Politik mit handelte, wenn man so will. Die zehnjährige dagegen, sehen wir, die steigt jetzt schon wieder ein bisschen. Wir hatten gestern ja sind runter auf 4,11% bei der 10-Jährigen. Das war schon eine Bewegung, aber
Hätte schlimmer kommen können, wenn man jetzt sozusagen auf steigende Renditen wettet, denn das war jetzt durchaus eine Bewegung, aber nicht übermäßig, dass man sagt, boah, das waren zwei Standardabweichungen, wie wir es zum Beispiel beim Nasdaq gesehen haben. Also da eine verhaltenere Reaktion und das, obwohl wir gestern wieder mal eine Anleiheemission hatten der Amerikaners, und zwar eine siebenjährige mit sehr starker Nachfrage, vor allem durch Ausländer, die sogenannten Indirects. Also das ist ja eine länger laufende Anleihe und die Nachfrage war sehr, sehr gut. Das hat geholfen, dann die Renditen weiter nach unten zu bringen und zeigt, dass die Amerikaner offenkundig kein Problem haben, hier ihre Anleihen am Markt zu platzieren. Aber, however, nach den letzten Daten, die alle ziemlich mies waren, sehen wir jetzt den City Economic Surprise Index deutlich nach unten kommen. Also das war schon jetzt ein Reigen von eher schwachen Daten und es gibt 10 Gründe, wie ich gestern schon gesagt hatte, aber das halte ich für sehr wichtig, die gegen ein Soft Landing sprechen. Erstens die Ersparnisse und die Helikopterschecks aus Stimuluszeiten neigen sich dem Ende zu. Die Konsumenten auf Anschlag in ihren Kreditkarten. Wir sehen Delinquencies steigen, also die Verzögerung bei der Rückzahlung oder Rückzahlungsausfälle. Wir sehen die Student Loans, die jetzt wieder anfangen. Wir sehen, dass die Leute ihre 401ks plündern, also praktisch ihre Rentenkasse, wenn man so will, plündern. Wir sehen, die Bankkreditvergabe wird schwieriger. Wir sehen den Hausmarkt, der schwierig ist und so weiter und so fort. Wir sehen die Insolvenzen haben deutlich zugenommen, Zinsen wirken mit einer Verzögerung und deswegen hatte ich gestern auch schon gesagt, ich denke, dass wir im S&P 500 im letzten Jahr, als wir im Oktober ein Tief erreicht hatten, eingepreist haben, da kommt eine Rezession. Sie kam aber nicht und jetzt wird sie wahrscheinlich kommen, aber sie ist nicht eingepreist im S&P 500. Hier sehen wir mal so kleine Anzeichen. Das sind alles Puzzlesteine sozusagen in einem größeren Bild. Hier sehen wir das sogenannte US Home Cash Out Refinancing. Also mit anderen Worten, die Amerikaner nutzen ja gerne ihre eigene Immobilie als Kreditkarte. Sie beleihen also weiter ihre Immobilie, bekommen dafür Kredit. Aber das ist deutlich zurückgegangen, eben weil die Zinsen gestiegen sind deutlich. Das heißt, wenn ich jetzt mein Haus beleihe und da frisches Geld aufnehme, dann kostet das eben auch einen sehr hohen Zins und gleichzeitig sind die Banken vorsichtiger, was die Sicherheit, nämlich die Immobilie betrifft. Also hier sehen wir, das ist ein deutlicher Rückgang, der hier stattfindet. Und dann hier auf der rechten Seite diese 401ks. Die Leute plündern, um mit der Inflation Schritt halten zu können, Lebensmittel, Tankstelle etc. Plündern sie ihre Rentensparpläne, könnte man sagen. Und das Erstaunliche ist, auch wenn Sie hier mal diese Grafik links sich anschauen, dann sehen Sie, dass zwar die Bankrottzahlen massiv nach oben gegangen sind. Wir werden in diesem Jahr die höchsten Bankrottzahlen in den USA seit der Finanzkrise haben, aber die High Yield Credit Spreads, also praktisch die Risikoprämien für schwachbonitäre Unternehmensanleihen, die sind kaum gestiegen. Also irgendwas passt da nicht so gut zusammen. Wahrscheinlich wird nur die Rezession dann auch die Inflation wirklich besiegen. Und hier nochmal auch der Grund für die schwächere Kreditvergabe. Schlichtweg, die Amerikaner haben ein Problem mit der Inflation mitzuhalten. Also was tun sie? Sie packen Geld in Geldmarktfonds oder in Anleihen. Zum Beispiel 3-monatige US-Staatsanleihe gibt über 5%. Ebenso gibt es das bei den Geldmarktfonds. Das bedeutet, die Banken haben immer weniger Einlagen, immer weniger Cash zur Verfügung, können dementsprechend auch weniger Kredite vergeben. Und das ist natürlich dann ein Liquiditätsentzug erstens und zweitens eben Vorbote auch für eine Rezession. Also die Gründe sind vielfältig. Aber heute haben wir jetzt erstmal die neuen Daten und da muss ich dieses Narrativ bestätigen. Gestern die Jobs waren ein Rallye-Grund. Heute haben wir das BIP. 14.30 Uhr erwartet 2,4%. Wichtig auch der Preisindex beim BIP erwartet 2,2%. 2,4% aber die BIP-Erwartung. Jetzt schauen wir mal den Atlanta GDP Tracker an, der sieht 5,9%, also das halte ich für sehr unwahrscheinlich, aber es könnte vielleicht doch 3,5% werden und nur mal so aus der hohlen Hand geschüttelt. Das würde bedeuten, doch wieder mehr Wachstum, doch wieder mehr Grund für die Fed auf die Bremse zu treten. Wir werden sehen, wie die Daten reinkommen. 14.15 auch der ADP, die ADP-Beschäftigungsänderung erwartet 195.000 Stellen. ADP, das sind die Lohnabwickler, für mich sehr viel zuverlässiger als die staatlichen Daten, die im hinten praktisch hinten raus dann immer wieder massiv revidiert werden mit Burst-Death-Model.
und so weiter und so fort. ADP ist schlichtweg, wir bekommen Meldungen von den Lohnabwicklern, aus meiner Sicht viel zuverlässiger, viel echter, aber sei es drum. Diese beiden Daten, 14.15 und ADP und 14.30, werden heute wichtig. Reinschauen bei Finanzmarktwelt. Jetzt gucken wir nochmal kurz auf die Charts. Wir sehen hier diese massive Rallye. Ziemlich genau jetzt, wenn wir mal von dem Abverkaufstag Anfang August ausgehen, an das 61,8er Retracement. Diese 4500 im S&P 500 ist eine wichtige Zone. Da tun sich die Bullen ein bisschen schwer. Da gibt es viel Interesse über Optionen. Wir sehen hier der S&P 500, der hat versucht jetzt in diesen gebrochenen Aufwärtstrend wieder reinzukommen. Hat das auch geschafft? Wie nachhaltig ist das? Gelingt hier der weitere Sprung? Wir sehen schon, dass wir jetzt sogar auch auf Tagesbasis wieder über 50 beim RSI sind. Also überverkauft sind wir jetzt nicht mehr. Auf der anderen Seite, was hier rechts zu sehen ist, Sven Henrik zeigt das im August. Bisher in Vorwahljahren 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, 19 und jetzt vielleicht 23 immer im August das Tief erreicht wurde. Wird das so sein? Wir werden sehen. Jedenfalls ist ja im August aus Gier erstmal Furcht geworden. Alle waren negativ, alle haben sich abgesichert, Market Maker haben sich abgesichert. All das ist durch eine solche Rallye dann eben, oder das erklärt dann ein Stück weit rein mechanisch eine solche Rallye. Und jetzt sehen wir, dass wir von Furcht, sichtbar im VIX oder auch beim VWIX oder auch bei dem Skew, dass wir jetzt wieder von Furcht zu Gier übergehen. Also diese Märkte sind krass, die gehen von überverkauft in teilweise überkauft innerhalb von Stunden und andersrum. Und dann hier von Furcht zu Gier und von Gier zu Furcht. Das sei mal nur angemerkt, hier sehen wir zum Beispiel die Vermögensverwalter, NAAIM, die sind bei 34 oder nur mit 34% investiert. Am 26. Juli waren wir noch bei fast 102. Also das sind natürlich krasse Dinge. Wir sehen den Fear and Greed Index jetzt wieder neutral, nachdem wir schon im Furchtbereich waren. Vor 3 Wochen, glaube ich, waren wir zuvor noch wochenlang im extremen Gierbereich. Also die Dinge ändern sich schnell. Wir haben natürlich auch relativ wenig Liquidität an den Märkten jetzt in dieser Woche vor dem Labor Day am Montag. Hier sehen wir mal den S&P Future, der Continuous Contract, also der durchläuft. Und wir sehen, wir haben jetzt diese rote Kerze, die wir am Donnerstag nach den Nvidia-Zahlen hatten, als die Märkte ja zunächst mal nach oben gingen, aber dann ziemlich dick abverkauften. Da sind wir jetzt drüber. Gelingt jetzt der Sprung wieder in Richtung 4600 und so weiter, also zum bisherigen Jahreshoch. Charttechnisch wäre das argumentierbar, aber eben auch das Gegenteil. Das ist ja immer diese Geschichte, wird natürlich auf die Daten auch ein Stück weit ab oder von den Daten abhängen. Jetzt gehen wir mal nach China. Hier hat man jetzt, wie gestern von mir im Marktgeflüster schon angedeutet, jetzt die Mortgage Rates das erste Mal seit 2009 gesenkt, also praktisch die Hypothekenzinsen, wenn Leute Kredite aufgenommen haben bei Banken für Immobilien, dann wurden die jetzt gesenkt, allerdings nicht sehr viel. However, das betrifft oder insgesamt Immobilienkredite im Volumen von 5,3 Billionen in China. Das muss man sich vorstellen. Das ist also schon eine Menge, aber auch das ist wieder nur ein relativ kleiner Schritt. Man schätzt so, das wird das BIP 0,1%, 0,2% der Chinas nach oben bringen. Wir sehen dann die US, nicht die US, sondern die chinesischen Indizes wie den Hang Seng erstmal nach oben geschossen wieder, aber dann wieder zum Handelsschluss wieder mal irgendwie Schwäche. Das ist so ein Muster, was sich immer wieder durchzieht. Wenn wir kurz nochmal nach Japan kommen, gestern der Yen auf einem 53-Jahrestief in Relation zu anderen wichtigen Währungen, zum Dollar, Euro und so weiter und so fort. Die böse Zungen sprechen jetzt schon von der japanischen Lira, denn wir sehen, dass hier die Bank of Japan sich weiterhin komplett gegen jede Zinsanhebung stemmt und weiter die Geldpolitik ultralax lassen will. Ob das gut gehen wird, wir werden sehen. Und hier nochmal ein Blick nach Deutschland. Da haben wir heute Inflationsdaten, die werden wichtig. Verbraucherpreise 14 Uhr, harmonisierter Verbraucherpreisindex, Erwartung 6,0 und 6,3%. Die Daten werden ja von Bundesland zu Bundesland heute Vormittag veröffentlicht und 14 Uhr dann für ganz Deutschland.
Wir haben heute Morgen schon die Importpreise jetzt im Vergleich zum Vorjahresmonat 13,2% gefallen. Größter Rückgang seit 37 Jahren. Warum vor allem Energie billiger geworden? Dazu passt die Meldung, dass Gazprom jetzt im zweiten Quartal in die roten Zahlen gerutscht ist, weil man schlichtweg weniger nach Europa verkauft. Und die Europäer haben besser gezahlt als die Chinesen. Simple as it is. Also das sind schon interessante Zusammenhänge. Zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren, zum Abschluss. Europäische Aktien dürften fallen wegen schwacher Nachfrage oder wegen schwacher Wirtschaft, genauer gesagt. JP Morgan warnt vor Abwärtsdruck. Ja, da könnten Sie einen Punkt haben. Erste Empfehlung. Und zweite Empfehlung, wir sehen hier Riesenprobleme bei sogenannten Problemschulden. Die müssen sich refinanzieren. Und das wird für viele Schwierigkeiten geben. Das gilt ja genauso für den Immobilienmarkt. Gestiegene Zinsen, wir kommen aus einer Nullzinsphase, jahrelang, jahrzehntelang fast. Und jetzt plötzlich die Zinsen hoch, wenn Leute jetzt Anschlussfinanzierungen brauchen, dann wird die ganze Geschichte eng. Also diese beiden Empfehlungen, 14.15 und vor allem 14.30 reinschauen bei Finanzmarktwelt. Ich sage Servus, ciao.